Wahrscheinlich haben wir gerade einige der Gründe gesehen, die als Motivation für meinen nächsten Gast dienen. Neben mir steht Martin Klem, auch bekannt als Trauma XP, DJ und Veranstalter der Fuck Parade, gell? Yo! Herzlich willkommen bei uns. Wir werden erstmal den Zuschauern, den Geneigten erklären, was die Fuck Parade überhaupt ist und dann unterhalten wir uns ein bisschen weiter. Wir schauen uns einfach mal ein kleines Filmchen an. Noch vor wenigen Jahren war die Fuck Parade ein eher verlorener Haufen von Gabber und Hardcore-Freaks, die kaum einer zur Kenntnis nehmen wollte. Zur Vorbereitung der Fuck Parade trafen sich kürzlich die üblichen Verdächtigen. Szeneaktivisten und Idealisten, Clubbetreiber und Musikliebhaber. Statt dicker Verträge gibt es hier Plenumsdiskussionen mit Milchkaffee. Dieses Jahr fürchtet sich der Veranstalter schon vor seinem Erfolg und zu vielen Teilnehmern. 5000 ist noch okay, lässt sich locker verkraften. 10.000, glaube ich, ist die Schmerzgrenze. Ich glaube, was über 10.000 Leute hinausgeht, da fangen dieselben Probleme an wie bei der Love Parade. Davon ist man zum Glück noch weit entfernt, noch ist alles möglich. Angefangen hat es als Gabba, Speedcore, Parade quasi. Und jetzt ist es halt ziemlich bunt gemischt. Ich meine, Big Beat, Drum Bass, Jungle, Gabba, Speedcore. Mini-Punk. Genau. Als ich das erste Mal auf die Fuck Parade gelaufen bin, habe ich gedacht, genau hier ist mein Zuhause. Also du kannst halt mitbestimmen, du bist ja wirklich dabei, siehst, wie das entsteht, machst was und bist nicht nur dabei, weil du irgendwie viel Kohle hast und viel zu zahlen für irgendeinen Wagen. Wir wollen halt das machen, wo wir Bock haben und nicht, was uns irgendwelche Leute, irgendwelche großen Major-Plattenfirmen sagen. Wir machen das, was wir wollen, die Musik, wie wir sie wollen, wo wir wollen, wann wir wollen. Fertig. Das ist die Fuck Parade. Um seine Ideale hochzuhalten, hat Wolle XDP, der Love Parade, den Kampf angesagt. Der Techno-Aktivist der ersten Stunde nimmt mit einem eigenen Wagen an der Fuck Parade teil. Wir wollen für den Ursprung unserer Musik, für das, was wir eigentlich machen wollen, für dieses Ideal irgendwo, dafür demonstrieren wir. Das ist jetzt nicht eine Sache, die weniger spaßig sein soll, sondern im Gegenteil, die ist eigentlich wesentlich spaßiger, weil man eben nicht mit dem Spaß, den man hat, irgendwelche Marken oder irgendwelche Konsumterror verbindet, sondern man kann dort eben wirklich frei sein. Als heimlicher Unterstützer der Fuck Parade entpuppt sich Dr. Motte, der Spiritus Rector des Feindbildes. Wir wollen unsere Love Parade nicht verkaufen! Nirgendwohin und an niemanden! Dieses Motto gilt auf der großen Parade allerdings schon lange nicht mehr. Nur die aufrechten Fuck-Parader halten es noch hoch. Wir sind hier ein bisschen im Ausnahmezustand, wir werden ein wenig gegrillt, ist aber auch ganz angenehm, ist schön warm auf der Abwechslung. Ja. Mann, hier ist was los, ey, Wahnsinn. Wir kommen mal ein bisschen zurück zu dem Beitrag, den wir gerade gesehen haben. Ich habe dich ja gefragt, was passiert, wenn viel mehr Leute kommen als geplant. Wie viel waren es denn nun heute auf der Fuck Parade? Also die Polizei hat heute von 3000 Leuten gesprochen, das heißt, vielleicht kann man die doppelte Anzahl nennen. Nee, aber ich denke so 5000 locker, auf jeden Fall. Wow, das ist dann mehr, so doppelt so viel wie letztes Jahr, oder? Ist doppelt so viel wie letztes Jahr, oder? Ja, letztes Jahr waren es so 2000-3000, aber wir hatten jetzt ja auch doppelt so viele Wagen, also kein Wunder. Was mich ein bisschen gewundert hat, die Fuck Parade hat fast mehr Presse gekriegt, so war jedenfalls mein Eindruck, als die Love Parade im Vorfeld. Täuscht das, oder? Ja, auf jeden Fall die bessere Presse. Ich weiß nicht, ob sie mehr Presse bekommen hat, weil wir haben dieses Jahr extra keine Pressemitteilung gemacht. Aber die Leute kamen von selber an. Wie erklärst du dir das? Ja, zufällig jetzt Interesse? Nö, kann ja nicht sein. Ja, wir sind halt einfach die Interessanteren von beiden. Mein Bruder hat erzählt, vorhin hat er im Radio sowas gehört. Ja, so heute findet die Love Parade statt, das ist ja so, wie ihr kennt. Und außerdem die Fuck Parade und darüber erzähle ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel. Und
Ihr werdet einmal so ein bisschen als die Anti-Veranstaltung zur Love Parade verkauft. Ich weiß, dass du das eigentlich nicht so siehst. Eine Sache ist mir dennoch aufgefallen. Auf diese Frage hin angesprochen, hast du dich so ein bisschen rausgeredet. Dir würde es mehr so um die musikalische Gestaltung gehen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, du scheust die Konfrontation mit der Love Parade. Ist das richtig? Naja, wir wollen uns jetzt nicht so als die Anti-Love Parade nur positionieren. Wir haben genügend eigene Sachen und ich denke auch, wir haben dadurch, was wir machen und was wir die letzten Jahre immer kritisieren, die Love Parade auch ein Stück weit reformiert. Also sie sind auf einige Sachen eingegangen, ob jetzt durch uns oder dadurch, dass sie halt einfach ihr Image verloren haben oder dabei sind. Ja, ich denke, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Kannst du dir irgendwann mal vorstellen, dass Love Parade und Fuck Parade integriert wird, zusammen irgendwann mal wieder zusammen wächst? Oder ist das was so völlig unterschiedlich ist, dass es nicht passieren kann? Also schwerlich. Du hast ja selber gesehen heute, die Leute von uns, die auf die Fuck Parade gehen, die würden nie und immer zur Love Parade gehen. Das heißt also, ich kann mir nicht vorstellen jetzt auf einmal, dass du oder ich irgendwie einen Wagen auf der Love Parade machen und dieselben Leute gehen dahin. Aber ich könnte mir das vorstellen in so einer Art städteweiten Festival oder sowas. Und dann soll die Love Parade meinetwegen eine Bühne machen auf dem Kudamm und sonst wo. So war es den 17. Juni und wir machen irgendwie eine Reihe von Bühnen im Prenzlauer Park und im Kreuzberg. Und dann kann das ein Festival werden, das könnte ich mir vorstellen. Klingt doch gut, warten wir die nächsten Jahre mal ab. Vielleicht passiert das ja noch, vielleicht rennen der Love Parade auch die Leute weg. Ich danke dir, dass du hier warst auf jeden Fall. Jetzt sind auch die Feuerwerke endlich weg und mich würde mal interessieren, was meine ravende Reporterin aus Frankreich so treibt. Ich glaube, die ist im Pavillon.